Meditation aktiv, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei uns hier im Uni Pop-Up Store. Eine ganz neue, ungewohnte für uns, aber sehr spannende Location. Und zum anderen bei einer Veranstaltung, die ja nicht nur einmal aufpoppt, sondern schon über viele Jahre hinweg, nämlich Veranstaltungsreihe, läuft. Heute aber haben wir einen Gast da, einen Kenner und einen derjenigen, der, und das passt schon wieder zu diesem Uni-Pop-Up-Store, nämlich zur Location, wo ist die untergebracht, der etwas verändern will und verändern kann und es bewiesen hat, dass er die Gesellschaft oder Teile der Verwaltung, der Bürgerinnen und Bürger fangen kann, auch durchaus schulen kann und zum neuen Nachdenken und einem neuen Ansatz zum Thema Konfliktkultur bewegen kann. Ja, Kurt Faller ist es, der heute bei uns ist und ich darf dich ganz, ganz herzlich bei uns in Graz begrüßen. Kurt Faller ist einer, der es immer schwer macht, weil mit so vielen Büchern ausgestattet, dass man so viele Hände gar nicht haben kann, das herzeigen zu können, was es alles an verschriftlichten Unterlagen von ihm gibt, aber ich habe dennoch zwei mitgenommen, nämlich das eine Konfliktfest durch das System Design. Das ist das, was uns auch inhaltlich zusammengebracht hat, nämlich uns im Sinne von Karl Franzens Universität Graz und Lehrgang Mediation, weil wir da das Vergnügen haben mit Kurt Faller bzw. mit dem Systemdesign und da danke ich dir, lieber Gerhard, dass du auch dich hier so sehr intensiv für unsere Studierenden und mit unseren Studierenden einbringst. Also zum Thema Konfliktdesign arbeiten oder arbeitest und zum Zweiten damit auch schon die Überleitung zum heutigen Thema, nämlich hier das Handbuch für die Praxis zum COCO. Wir haben heute COCO 1 und COCO 2 und COCO 3 wird hoffentlich kommen. So hätte ich's verstanden, nämlich kommunales Konfliktmanagement. Das ist das Projekt, das in Nordrhein-Westfalen über 16, wenn ich es richtig gezählt und mir gemerkt habe, 16 Gemeinden hinweg von der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen unterstützt, der Mercator-Stiftung. Also da ist schon was auch an Wert und Wertschätzung dahinter. Also ein Thema, das die Gesellschaft zusammenbringen soll. Das ist auch so ein bisschen unser Unterthema für die Eröffnung hier in dem Uni Pop-Up Store. Aber das von uns vereinbarte Thema oder der Titel soll lauten: Zeiten des Umbruchs sind Zeiten der Mediation. Der Umbruch war 2015 das Erlebnis, dass Europa, Zentraleuropa nicht vorbereitet war auf einen Zustrom vieler neuer Bürgerinnen und Bürger. Und wie man dieses Zusammenleben gestalten kann, wie denn das funktionieren kann, hat Kurt Faller im Zusammenhang mit diesem Projekt bewiesen, nämlich dass es geht und funktioniert und in Zusammenarbeit mit vielen, vielen anderen auch, aber darüber wirst du ja viel profunder berichten können als ich, den Inhalt transportieren. Ja, ich, das ist vielleicht auch noch ein Thema, wer ist das überhaupt? Sascha Fersch, mein Name, als Jurist und ein bisschen was mit Mediation zu tun habender und eben auch im Zusammenhang mit dem Lehrgang für Mediation beschäftigt seiender, darf Sie also hier zu dieser Veranstaltung begrüßen. Damit ist mein Part vorläufig schon erledigt, weil wir uns so geeinigt haben, dass Kurt Faller eben referieren wird und dann darf ich noch einmal mit ihm gemeinsam auf Ihre Fragen hin nicht antworten, aber zumindest das Gespräch moderieren, beantworten wird er. Lieber Kurt, bitte übernimm du. Ja, ich bedanke mich sehr für die freundliche Einladung,
Und freue mich auch, hier im schönen Graz zu sein. Ich war schon vorher unterwegs und habe mir noch ein paar steirische Spezialitäten besorgt, damit ich da auch was mitnehmen kann. Und als ich mich vorbereitet habe auf diese Veranstaltung hier, habe ich nochmal nachgedacht, dass es jetzt fast 36 Jahre her sind, seit ich im Jahr 1986 zum ersten Mal das Wort Mediation damals gehört habe. Und das hat mich eigentlich nicht mehr losgelassen. Mich hat der Grundgedanke fasziniert, dass wie man in der Rolle der dritten Partei Beteiligte unterstützen kann, dass sie selbstständig ihre Konflikte klären. Und das ist etwas, was wir dann auch überlegt haben im individuellen Bereich, aber auch, und das ist das, was ich dann zunehmend gemacht habe, auch in Organisationen, in Unternehmen, in Verwaltungen und sozialen Einrichtungen. Und dort habe ich diesen Grundgedanken der Mediation für mich dann auch in dem Motto umgesetzt, dass ich gesagt habe, Mediation ist eine dienende Disziplin. Eine dienende Disziplin dafür, dass Organisationen, Systeme, jetzt in meiner Sprache, also auch Verwaltungen, selbst in die Lage versetzt werden, mit den bei ihnen entstehenden Konflikten umzugehen und das zu machen. Und ich habe dann in den 90er Jahren, weil ich damals Leiter einer Bildungseinrichtung war, mich im pädagogischen Bereich engagiert. Wir haben dann in den 90er Jahren Streitschlichterprogramme oder dann ab 98 Buddy-Konzepte, wie wir das nannten, also dass Kinder sich gegenseitig unterstützen, umgesetzt, haben dort die Möglichkeit gehabt, mit der Hilfe einer großen Stiftung, das im Bund, in verschiedenen Bundesländern flächendeckend sogar umzusetzen. Gab auch in Österreich einige Projekte, vor allem in Tirol hat der Landesschulrat das damals ebenfalls unterstützt und ist es umgesetzt worden. Es gab auch in der Steiermark einige Trainings für Lehrkräfte, die damals stattgefunden haben. Und in den Nullerjahren habe ich mich stärker mit Organisationen beschäftigt und mehr nochmal mit dem Gedanken, wie können interne Konfliktmanagementsysteme entwickelt werden und dort auch einige Erfahrungen gesammelt. Und ich mache das ja immer zusammen mit meiner Frau. Wir haben uns dann ab den 10er Jahren, kann man sagen, die letzten 8 Jahre, haben wir uns sehr stark damit beschäftigt, wie man praktisch auch in gesellschaftlichen Fragen hier Mediation reinbringen kann. Und von daher kommt auch dieser Titel. Und ich würde Ihnen gerne ein Projekt vorstellen, das wir seit 2017 jetzt durchgeführt haben, kommunales Konfliktmanagement. Aber ich komme jetzt dann im Einzelnen dazu. Wenn wir auf die Situation schauen, dann sehen wir, dass es viele Fragen gibt, die uns bewegen. Im Augenblick diskutieren wir viel über den Krieg in der Ukraine, wir diskutieren über die Energiewende, über die Klimaprobleme, über viele, viele Themen, die kommen, über Einwanderungsfragen in der Gesellschaft. Und alle diese Themen sind hochkomplex. Sie hängen in irgendeiner Form zusammen. Sie sind verbunden mit Unsicherheit für die Menschen. Und gerade wenn wir die großen Fragen, die jetzt auf uns zukommen, sehen, ist da eine Beschleunigung drin, die es vielen, vielen Menschen schwer macht, mitzugehen. Ich denke, wie viel jetzt unser neuer Bundeskanzler über Zeitenwenden geredet hat. Wir machen das völlig anderes wie vorher. Wir müssen schneller vorwärts gehen und so weiter und so fort. Und wir wissen ja auch, dass gerade die Klimaprobleme uns gar nicht so viel Zeit lassen, lange zu diskutieren. Also wir haben es zu tun mit einer enormen Beschleunigung.
Und da ist wichtig, dass ich da auch dieses, was wir, wie wir das nennen, das Entwicklungsdilemma zeigt. Das heißt, es gibt viele unterschiedliche Interessen in diesen Prozessen und es kommt fast automatisch zu Konflikten. Ich sage manchmal, wenn ich mit Unternehmern oder Verantwortlichen in Organisationen, die sagen, oh, wir müssen diese Veränderung, aber es gibt einen Konflikt, sage ich immer, seid froh, dass es einen Konflikt gibt. Wenn es eine Veränderung gibt und es gibt keine Konflikte, dann könnt ihr die Veränderung sowieso vergessen, denn es interessiert niemanden. Also das heißt, Konflikte sind normal, Konflikte sind auch nicht das Problem und das Problem ist nur, dass wir es schaffen, sie früh zu erkennen und auch damit umzugehen. Und es ist so, dass Veränderungsprozesse, das haben wir, merken wir in vielen Fragen, mehr Kommunikation, auch mehr Vermittlung brauchen. Die komplexen Probleme heute sind nicht mehr mit entweder oder, sondern nur noch mit sowohl als auch zu klären. Und das ist manchmal schwierig, die Debatte, man merkt es gerade um die Ukraine, aber auch da wird es so laufen. Und mein Kollege, Wiener Kollege Rudolf Wimmer, den ich sehr schätze, hat es so formuliert, dass er sagt, eine konstruktive Bewältigung von strukturellem Wandel erfordert die Ausprägung einer entsprechenden Konfliktkultur. Das, wenn man dann nochmal darauf schaut, Herr Fersch hat es gerade erwähnt, auf Frage Integration, hat Professor Aladin El-Mafalani, heißt er, ist Professor in Osnabrück, ein sehr schönes Buch geschrieben mit dem Titel Das Integrationsparadox. Und er zeigt dieses Entwicklungsdilemma im Grunde an der Frage Integration und er sagt praktisch, der Konflikt ist ein Ausdruck des Zusammenwachsens. Das ist als Sicht auf den Konflikt. Je besser die Integration gelingt, umso mehr Konflikte gibt es. Denn diejenigen, die jetzt etwas verändern müssen, vielleicht auch ihre Dominanz einschränken müssen, die wehren sich, die wollen das behalten. Und diejenigen, die sich viel Mühe gegeben haben, die Sprache zu lernen, alles Mögliche zu lernen, die wollen mehr. Sie wollen nicht mehr nur am Nebentisch sitzen, sie wollen mit am Tisch sitzen und sie wollen auch bestimmen, was auf den Tisch kommt. Und das kann, und außerdem kommt dazu, das ist auch typisch für solche Situationen, dass Leute, die alle Ansprüche haben eigentlich, um da mitzumachen, dass ihre Erwartungen höher sind als die Möglichkeiten oft. Und das sind Konflikte, die ganz automatisch kommen und El-Mafalani sagt es auch schön, er sagt, wir haben es nicht mit zunehmender Spaltung zu tun, sondern mit einer lebendigen, mit Zusammenwachsen und sich näher kommen. Und hieraus erwachsen natürlich Widerstände, aber die werden sehr viel stärker wahrgenommen. Das ist ein wichtiger Punkt, dass wir dieses Entwicklungsdilemma auch haben. Und Prof. Simon sagt, dass die Schwierigkeit, sagt er, dass das konstruktive Potenzial von Konflikten wahrgenommen wird, eben damit zusammenhängt, dass das Destruktive ebenfalls vorhanden ist. Und die Angst, dass es destruktiv werden könnte, hindert uns oft, das positive, konstruktive Potenzial zu sehen. Und um das professionell umzusetzen, definieren wir praktisch funktionale und dysfunktionale Konflikte. Und wir sagen, solange Konflikte funktional sind, solange ist es ein Zeichen, dass unterschiedliche Interessen aufeinanderstoßen, dass es eine Bereitschaft gibt, es auf der Sachebene zu klären und dass dann auch sich was entwickeln kann. Wenn sie dysfunktional wären, Personen beeinträchtigen, Gruppen gegeneinander bringen, dann gibt es Konfliktkosten. Und ich habe es versucht, nochmal in der Form darzustellen. Also mein Motto für diese ganze Arbeit ist, nicht der Konflikt ist das Problem, sondern die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Und da ist eben diese Janusköpfigkeit des Konflikts wichtig,
dass funktionale Konflikte, jetzt was die gesellschaftlichen Fragen angeht, zu Aushandlung, Weiterentwicklung führen und zu einer Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, während dysfunktionale Konflikte eben Konfliktkosten verursachen und zu einer Schwächung führen. Und unsere Kunst eigentlich darin besteht, die Kommunen, die Verantwortlichen so zu beraten, dass sie in die Lage versetzt werden, hier mit funktionalen Konflikten so umzugehen, dass sie gar nicht erst praktisch auf diese Ebene kippen. Und da arbeiten wir dran. Das ist so ein Thema. Das zweite ist, dass wir damit zu tun haben, dass diese großen globalen Fragen im Grunde nur gelöst werden, wenn sie lokal gelöst werden. Das heißt, alles, was wir da haben an Themen und benannt haben, nur wenn es in den Städten, in den Kommunen funktioniert, dann kann man das machen. Wir hatten jetzt mit der Aufnahme der Menschen aus der Ukraine zum Beispiel, die ganz schnell auch jetzt in die Städte kamen, und das ist gut gelaufen. Wirklich viele Befürchtungen haben nicht zugetroffen, weil es in den Kommunen ganz viele gab, die sich engagierten. Wenn wir dort Aufstände gehabt hätten jetzt und Ablehnungen, wäre es nicht möglich gewesen, das Problem zu klären. Das heißt, dass globale Themen, die wichtig sind, geklärt werden, so hängt es natürlich von der nationalen Ebene ab, aber vor allem vor Ort wird das entschieden, ob das alles klappt in den Kommunen. Und wie es in den Kommunen entschieden wird, das hängt davon ab wieder für die nationalen. Wobei da auch ein Widerspruch drin ist, den man klar sehen muss. Denn rechtlich gesehen, für die Juristen auch, sind Kommunen ausführende Organe. Das heißt, wir haben hier eine Ebene, die das, was hier oben beschlossen wird, auszuführen hat, aber gleichzeitig haben sie die Verantwortung auch hier für die Klärung und für die Lösung. Und das ist ein wichtiges Thema. Und der Kernpunkt, ob das gut läuft, hängt damit zusammen, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt gesichert wird und das Zusammenleben der Menschen in den Städten und Kreisen gut läuft. Und dabei ist ebenfalls wichtig zu sehen, dass der Zusammenhalt kein Zustand ist, irgendwie der da ist oder nicht da ist, sondern dass das ein politisch-sozialer Prozess ist praktisch, wo wir, ich will einfach die Kriterien sagen, es um ein Zusammenleben in Vielfalt geht, um Regeln in der Auseinandersetzung, um Themen, um gerechte Lebensverhältnisse und um die Anerkennung und den Schutz der gewählten Vertreterinnen und Vertreter. Und da hatten wir erhebliche Probleme, will ich auch dazu sagen, in einer Reihe von Orten. Und für dieses Thema ist, es hat sich zumindest in Deutschland so gezeigt, eine der Hauptgefahren praktisch der Rechtsextremismus. Es ist ziemlich klar und auch sind wir uns relativ einig, dass ein Risiko für den gesellschaftlichen, das davon ausgeht, von dieser Grundideologie, wir haben damit zu tun mit den Begriffen wie Umvolkung und so weiter und so fort, die praktisch Leute ausschließen. Und wir haben gemerkt auch in den letzten Jahren, dass die Rechtsextremen immer geschickter werden, einmal über die sozialen Medien und zweitens auch geschickter werden, was die Fragen der Auseinandersetzung, des Kampfes um die Mitte, sage ich mal, also die Einbeziehung von Leuten dabei. Wir haben das in der Pandemie ganz deutlich gesehen, dass plötzlich Leute, die, ich habe selber einen Kollegen, kenne einen Kollegen, den man eher als links, sage ich mal, oder so verortet hätte, immer plötzlich mitläuft und sagt, das findet er kein Problem, dass da ein Neonazi neben ihm da seine Parolen hat. Wichtig ist, dass man gegen die Impfung auftritt. Und ich weiß, dass seine Motive keine politischen sind, sondern sehr persönliche. Aber damit hat er das verloren. Oder wir merken es in der Anti-Windkraft-Bewegung,
wo man mit solchen Initiativen spricht, die sehr hart gegen die Verantwortlichen, die Bürgermeister und so weiter argumentieren. Und dann spricht man mit einigen, dann ist es ein pensionierter Schulleiter, also und so weiter. Also Leute, die überhaupt nichts damit zu tun haben, die aber sagen, der vertritt mein Anliegen, dass das Ding hier nicht läuft. Und von daher, in der amerikanischen Debatte spricht man hier von NIMBYs, wenn man das Wort schon mal gehört hat, der sagt, also natürlich bin ich für erneuerbare Energie, but not in my backyard. Also nicht in meinem Garten, ja? Und nicht in meiner Nähe. Natürlich bin ich dafür, aber nicht hier. Ja? Oder natürlich sind wir für die Begrenzung des CO2-Ausstoßes. Aber dafür muss man doch kein Tempolimit verhängen, jetzt in Deutschland die Debatte. Ja? Wenn ich 180 fahren will, kann ich doch 180 fahren. Und so weiter. Also das heißt, und das ist das, was die Amerikaner NIMBYs nennen. Ja? Und wir stellen fest, dass es hier offensichtlich auch in weiten Teilen immer wieder zu bestimmten Fragen gelungen ist, hier Übergänge zu schaffen. Und man sagt, naja, natürlich teile ich nicht alle Meinungen, die der hat, aber und so weiter. Und die Hauptgefahr liegt nicht darin, dass jemand partiell mal sagt, das ist in Ordnung, was der vertritt, sondern dass sie gemeinsam gegen die demokratischen Strukturen vorgehen und gemeinsam gegen die gewählten Leute. Das ist das Problem, was sich dann entwickelt und wo das eine große Rolle spielt. Ich habe das hier auch nochmal gesagt. Und ich würde euch gerne ein Beispiel zeigen, mit dem ich jetzt anderthalb Jahre gearbeitet habe, dass genau dieses Thema, das über die rechtsextreme Schiene versucht wird, mit neuen Methoden auch vorzugehen, hat sich da, ist auch im Verfassungsschutzbericht NRW entsprechend verankert, eine rechtsextremistische Mischszene, wie wir sagen, entwickelt. Und ich wollte dieses Bild hier mal zeigen. Das ist ein Auftrag gewesen aus der Stadt Essen. In Essen ist eine große Stadt im Ruhrgebiet. Und dort gibt es in dem Stadtteil Essen-Steele die sogenannte Gruppe First Class Crew Steeler Jungs. Das sind Jungs, ein bisschen geprahlt, ich habe sie kennengelernt, sind alle zwischen über 40, aber egal. Sie haben alle schwarze T-Shirts, wo drauf steht in der entsprechenden Rundenschrift First Class Crew Steeler Jungs. Und sie haben etwa ab 2018 in Essen-Steele hier in dem Stadtteil Spaziergänge durchgeführt. Sie halten keine Reden, sie haben keine Parolen dabei, sondern sie sind nur mit 30 bis teilweise 300 Leuten marschieren die an einem Tag in der Woche durch den Stadtteil und sagen, wir sind nicht politisch, so in etwa. Ja? Und das ist so eine Methode, die wir jetzt mit den Spaziergängen auch gesehen haben, im Osten vor allem, bei uns, wo das war. Und wenn man das mal genau anschaut, wir haben das hier mal ein bisschen eingeordnet, stellt sich fest, dass die haben so eine Bar, wo sie sich treffen, das ist ihr Terrain. Dabei ist das Besondere hier, das habe ich dem Bürgermeister auch gesagt, das sind keine Aliens, sondern die leben da, die sind dort aufgewachsen. Und mindestens 30 von denen leben auch dort. Also es ist nicht etwas, wo man sagen kann, weg oder so, wie dann manche Aktivisten meinen, sondern die sind einfach da. Die Kinder sind in den Schulen, die sind aktiv in den Vereinen, also die sind auch da, das muss man klar sehen. Aber sie haben eine Ausstrahlung für die Stadt Essen hier. Sie haben, sind eine ganze Reihe Leute in der Kampfszene, das ist im Ruhrgebiet, da gibt es so, wo sie sich so Freestyle-Kämpfe leisten, der Kampf der Nibelungen heißt es immer, das ist so sehr angesehen. Dann die Bandidos, das ist eine Rockergruppe, wo eine Reihe drin sind. Dann die Hooligans des örtlichen Fußballclubs, die da dabei sind. Das heißt, wenn die einladen hier in den Stadtteil, kommen immer eine ganze Truppe aus der ganzen Stadt. Und sie haben Verbindungen mit auch Düsseldorf und Mönchengladbach hier. Und sie haben jetzt auch diese Querdenkerszene einbezogen. Interessant war, dass im Januar Xavier Naidoo, ich weiß nicht, wer den kennt, ein bekannter Sänger aus Mannheim bei uns,
mit hier war und mit Ihnen Motorrad gefahren ist. Xavier Naidoo hat vor 4 Wochen sich geläutert. Ja? Also er hat ein Statement abgegeben, dass er keine Verschwörungstheorien mehr verbreitet. Und bin mal gespannt, wie sich das auswirkt. Aber ich will es nur sagen. Und wir haben gemerkt, dass Sie bei der Demonstration letzten August, wo die Treppe gestürmt wurde zum Bundestag, waren Sie auch dabei mit Ihren T-Shirts. Also das heißt, es ist eine kleine Gruppe, wo man sagt, naja, aber Sie haben ganz viele Bezüge. Und wir haben, es war wichtig hier für das Projekt, ich habe auf der anderen Seite gezeigt, dass auch diejenigen, die sich damit auseinandersetzen, auf diesen Stadtteil schauen. Und das geht bis hoch in die Bundesministerien, wo immer wieder gefragt wird, wie steht es in Essen-Steele. Interessant war, wenn ich es noch erzählen kann, dass es eine Mordsdiskussion gab, ob man mit denen überhaupt reden sollte. Es gab eine Befragung, schließlich, es gab eine Reihe der aktiven Gruppen, die sagen, mit denen redet man gar nicht. Aber es wurde dann der Beschluss gefasst, man soll mit ihnen reden und ich habe den Auftrag erhalten, so eine Stadtteilmediation dort zu machen in Essen-Steele. Und ich habe dann darum gebeten, dass ich einen offiziellen Auftrag bekomme. Das heißt, es gab eine Sitzung aller Fraktionsvorsitzenden, mit denen ich die Frage diskutiert habe für die Bezirksvertretung und habe gesagt, ich mache es, wenn Sie einen offiziellen Beschluss fassen und wir vereinbaren, was das Ziel der Arbeit ist. Dort gab es eine interessante Diskussion mit der AfD, die auch da in der Bezirksvertretung ist, die später auch Anträge gestellt hat, dass man den Mediator ablösen solle, weil er nicht neutral sei und so weiter. Ich hatte dem, und das ist wichtig für unsere Arbeit, dem in der Diskussion gesagt, ob ich überhaupt neutral wäre, auch einer von den Linken und so weiter. Und ich habe gesagt, ich bin neutral, ich sichere ihm zu, dass ich ihm zuhöre, aber meine Neutralität endet, wenn Recht und Gesetz verletzt wird und wenn es gegen die demokratische Struktur geht. Dann bin ich nicht mehr neutral als Mediator. Und das war im Grunde die Auseinandersetzung. Und dann haben wir gesagt, wie führen wir das Gespräch? Und ein Stadtrat und ein stellvertretender Bezirksbürgermeister hat mitgemacht. Und wir haben mehrere Gespräche dann mit den Steeler Jungs da geführt. Und ich habe sie interessiert gefragt, wie sich ihre Gruppe entwickelt hat und mit ihnen geredet. Und sie haben immer wieder ihre politischen Statements gesagt. Und da habe ich dann allerdings auch zu ihnen gesagt, also ich habe euch jetzt zugehört. Ich höre, dass ihr da von hier seid, dass ihr ein Interesse habt, gemeinsam was zu machen. Aber wenn ich euch inhaltlich zuhöre, muss ich sagen, ihr habt ein gefestigtes rechtsextremes Weltbild, was ihr mir hier bietet. Und ich kann schon verstehen, dass ihr es in den Verfassungsschutzbericht des Landes geschafft habt. Ja? Aber es haben sie dann akzeptiert und wir haben wieder diskutiert. Ich wollte damit erzählen es nur, weil es wichtig ist, dass Mediation in diesen gesellschaftlichen Fragen nicht völlige Neutralität heißt, sondern bedeutet praktisch, dass ich in diesem Rahmen das machen kann. Aber wie gesagt, die Gespräche haben durchaus zu was geführt. Und es gab auch eine Entspannung, es ist noch nicht vorbei, weil die nach wie vor immer ab und zu wieder ihre Spaziergänge machen. Aber wir hoffen, dass sich das etwas bewegt. Und ich wollte einfach kurz sagen, ich habe da eine Expertise verfasst, die ich dem Oberbürgermeister präsentiert habe und der Bezirksvertreterversammlung. Und da haben wir darüber diskutiert, wie praktisch der gesellschaftliche Zusammenhalt so gesichert werden kann, dass auch solche Tendenzen eingegrenzt werden. Und es war klar, deshalb diese Zeichnung, es kann nicht nur lokal im Stadtteil geklärt werden, sondern die Stadt muss sich engagieren und die Landesregierung muss sich engagieren. Das war ein wichtiger Punkt, was dann auch gemacht wurde. Es war auch klar, es gibt keine kurzfristigen Lösungen, sondern es geht um längerfristige Strategie. Und dazu ist es wichtig, ein kommunales Konfliktmanagement zu installieren. Und es ist jetzt auch geplant, dass
eine Stelle eingerichtet wird, die praktisch das kommunale Konfliktmanagement in dem Stadtteil koordinieren soll, mit den ganzen Initiativen zusammenzuarbeiten. Und es ist wichtig, hier auch die Aktionen so durchzuführen, um alles zu tun, um eine weitere Radikalisierung der Gruppe zu verhindern. Wir sehen, da kommt wiederum dieses Denken sowohl als auch und nicht nur entweder oder. Wir stellen in vielen dieser Entwicklungen fest, dass es ganz bestimmte Punkte gibt, wo diese Gruppen nochmal radikalisiert wurden, was man hätte vermeiden können. Und auch das ist ein wichtiger Punkt. Und ich habe dann will das relativ schnell machen, Handlungsempfehlungen, die alle auch so beschlossen wurden in der Bezirksvertretung. Sieben ist das in Essen, dass es eine gemeinsame Erklärung gibt, dass also Debatten zwischen der Kaufmannschaft und Initiativen gegen die geklärt werden, dass es eine Zukunftskonferenz geben soll, dass auch gleichzeitig ein Präventionsplan entwickelt wird, falls es zu krisenhaften Vorfällen kommt, und dass ein ständiger Kommunikationskanal zu der Gruppe aufgebaut wird, um Widersprüche zu vermeiden. Ich will es nur mal sagen, ich habe es an einem Beispiel noch mal deutlich gemacht, wie wir auch hier arbeiten. Das ist so die eine Geschichte. Und ein dritter Schwerpunkt, den wir ebenfalls haben, gibt dieses schöne Wort von Popper, der sagt, wenn man sein Leben lang nur weiße Schwäne sieht, heißt es nicht, dass es auch einen Schwarzen geben kann, ja? Und diesen Grundgedanken hat Nassim Taleb, das ist ein Banker in New York, nach der Finanzkrise oder in der Finanzkrise hat er das Buch Der schwarze Schwan, die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse, deutlich gemacht. Und er sagt, schwarze Schwäne sind Ereignisse, die plötzlich kommen, die erhebliche Auswirkungen haben, die im Nachhinein aber oft einfach zu erklären sind. Und weil die Informationen oft schon vorlagen. Also bei der Finanzkrise kann man es ganz deutlich sagen. Das Buch ist interessant, nicht leicht zu lesen, will ich dazu sagen. Weil Menschen, die an wichtigen, sage ich mal, an wichtigen Punkten recht hatten, es manchmal etwas zu häufig betonen. Und ich will es einfach nur sagen, da muss man aber drüber weglesen, es ändert nichts an der Qualität von dem Buch. Es trifft auf uns nicht zu. Gell? Aber da lerne ich immer. Und wenn man jetzt umgeht praktisch mit so unerwarteten Ereignissen, die wir ja in diesen gesellschaftlichen Fragen haben, sind so zwei Erkenntnisse. Professor Weig und seine Kollegin Frau Sutcliffe haben sich lange mit hochsicherheitsrelevanten Organisationen beschäftigt und haben gesagt, zu den Wahrheiten gehört, dass die Vergangenheit ihre offenen Rechnungen begleicht, wenn sich etwas Unerwartetes zusammenbraut. Also bei uns kannst du es genau sehen mit der Flut in Nordrhein-Westfalen im letzten November. Da gibt es zum Beispiel ein Landesumweltamt, ich will es gar nicht groß ausführen, aber ein Landesumweltamt, was eigentlich schon 3 Tage vorher alle Informationen des Wetterdienstes aus Offenbach hatte. Aber es gibt nur einen Verwaltungsmann, der mit dem Programm umgehen konnte, und der war in Urlaub. Und die Ministerin auf Mallorca, muss man dazu sagen noch. Ja. Also das heißt, diese unerwarteten Ereignisse zeigen das. Und ein Krisenforscher, Pat Legerdeck, sagt, die Fähigkeit, mit einer Krisensituation umzugehen, hängt von den Strukturen ab, die man vor Eintritt des Chaos geschaffen hat. Denn dann ist es praktisch eine Prüfung. Man kann zum Beispiel sagen, wenn man kommunal denkt jetzt, wenn die Stadt brennt, ist es zu spät anzufangen zu diskutieren, ob man eine Feuerwehr gründen soll. Ja? Sondern man kann nur agieren, und es kann auch gut laufen, wenn es die Feuerwehr gibt und jeder die Nummer kennt. Ja? Dann kann man was tun. Und das ist praktisch diese Lehre. Und das gilt für die harten Themen. Und meine These ist, die würde ich euch gerne stellen, dass das auch für die weichen Themen gilt. Und dass auch für die sozialen Themen gilt. Und deshalb
schlage ich auch immer den Kommunen vor, dass man, dass man auch kommunales Konfliktmanagement als ein Element der Daseinsvorsorge sieht. Das erste ist ja der Gedanke hier, den ich schon gesagt habe, es muss vor Ort. Ob es gelingt, diese Themen zu klären, hängt von den Kommunen und Kreisen ab. Und haben wir auch darüber diskutiert. Und es geht darum, dass ein Umgang mit unerwarteten Ereignissen ein achtsamer Umgang ist. Dass es darum geht, Konflikte früh zu erkennen, niedrigschwellig zu bearbeiten und aus Konflikten und Krisen zu lernen. Und das ist eigentlich meine These, die ich im Augenblick auch sehr viel vortrage. Ich sage, Kommunen brauchen ein kommunales Konfliktmanagement als ein Element der Daseinsvorsorge. Das heißt, dass Strukturen und Abläufe geschaffen werden, bevor es zu Konflikten und Krisen kommt und man sich darauf einstellt. Das ist eigentlich so etwas, was deutlich zu sehen ist aufgrund der Beschleunigung, die wir in diesen Prozessen haben. Und ich habe das nochmal für mich so hier formuliert, ein bisschen theoretischer, aber gut, ich wollte es einfach auch nochmal zeigen, dass hier eben auch die Mediation was zu bieten hat. Und zwar die organisationsorientierte Mediation, die auf die Prozesse schaut, dass es hier darum geht, die Antwortfähigkeit der Systeme zu sichern und die Konfliktfestigkeit hier anzugehen, indem dysfunktionale Kommunikations- und Kooperationsmuster bearbeitet werden und Strukturen zur Konfliktregelung praktisch implementiert werden. Das ist so der Grundgedanke, der uns dazu geführt hat, dass wir dieses Projekt COCO entwickelt haben. Der Hintergrund heißt kommunales Konfliktmanagement. Das ist uns jetzt klar, gell? Und der Hintergrund war eigentlich der, dass wir an der Ruhr-Universität, an der Akademie der Ruhr-Universität in Bochum über 17 Jahre haben wir Ausbildungen durchgeführt zu Wirtschaftsmediation. Und 2015, als das losging, haben wir mit der Debatte um die geflüchteten Menschen, die kamen und haben gesagt, was können wir denn tun als Mediatoren? Wie können wir auch uns hier engagieren und einbringen? Und haben dort die Fragen gestellt, also ihr seht das, wie kann Mediation tätig werden? Wie können wir praktisch auch hilfreich sein, unser Denken in diese Prozesse praktisch reinbringen? Und da hat sich dann daraus ein Projekt entwickelt, was bis jetzt läuft, jetzt auch gerade wieder angelaufen ist in der zweiten Fassung, also COCO 2. Ja, da haben wir COCO 1 angefangen. Und es ist dort gelungen, praktisch, ihr seht es hier, die Landesregierung zu gewinnen dafür. Einmal das Integrationsministerium und das Bildungsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen. Und ich habe es hier nochmal, es kam zu einer Fördervereinbarung zwischen dem Integrations- und der Stiftung Mercator. Die Stiftung Mercator ist eine sehr große Stiftung für NRW. Ich glaube, das ist die Familie Schmidt, der die Metro gehört dahinter. Also das, und die haben einiges dazugegeben, dass dieses Projekt starten konnte. Und das Ziel war praktisch für ein dreijähriges Projekt, Implementierung von Konfliktmanagementsysteme. Und das ist dann in der ersten Phase 17 bis 20 gelaufen mit 16 Kommunen. Und jetzt nochmal mit 9 Kommunen im zweiten Anlauf. Da haben wir gerade letzte Woche das Modul 1 gehabt. Und das würde ich Ihnen gerne darstellen, wie das im Grunde abgelaufen ist und wie das. Und das COCO 2 läuft nicht mehr an der Ruhr-Uni, sondern an der Hochschule in Niederrhein. Nordrhein-Westfalen, ich habe nochmal so eine Gesamtübersicht, muss dazu sagen, Nordrhein-Westfalen hat 18 Millionen Einwohner. Das sind ein paar mehr als ganz Österreich, wenn ich so sehe. Deswegen haben wir dort eine enorme Dichte auch in den Städten. Ja. Also diese
da große, große Städte, die das machen. Und das ist jetzt die neue Gruppe hier, wo man das sieht, wie das verteilt ist. Im Gesamten sind es, ich glaube, 21 oder 22 Kommunen, die jetzt in dem Projekt sind. Und ich komme gleich dazu, wir haben auch erreicht, dass das Ministerium die Ergebnisse, die Arbeitsergebnisse an alle Kommunen weitergibt im Land. Also das ist eine durchaus akzeptable Verankerung für diese Thematik. Der Hintergrund, der konzeptionelle Hintergrund, habe ich in diesem Hexagon zusammengefasst, wo es einmal darum geht, welche Kompetenzen brauchen denn die internen Konfliktmanagerinnen? Es geht um Konfliktfestigkeit der Strukturen, dass es Anlaufstellen gibt, dass es Verabredungen gibt, dass es Abläufe gibt. Es geht um Konfliktfähigkeit der Verantwortlichen und der Fachkräfte und es geht um Krisentauglichkeit. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben eine ganze Reihe Trainings zum Krisenmanagement gemacht. Ich habe zum Beispiel den Bürgermeister der Stadt Kandel längere Zeit begleitet. Kandel ist ein kleines Städtchen im Rheinland-Pfalz an der französischen Grenze und dort hat ein afghanischer Flüchtling seine Ex-Freundin erstochen. Fürchterliche Geschichte. Alle waren durcheinander und dann haben sich die gesamte rechte Szene von Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe auf das Städtchen konzentriert und anderthalb Jahre lang ist einmal im Monat sind 400 bis 800 Leute durch den Ort gezogen und das hat alle Widersprüche aufgerissen, die es überhaupt geht. Sie haben übrigens eine kommunale Lösung, ich weiß nicht, wer Kommunalpolitiker da sind, eine kommunale Lösung dafür gefunden. Sie haben beschlossen, alle Bürgersteige zu renovieren und damit die gesamte Innenstadt gesperrt. Also, aber... Wolltest du einfach sagen. Es war wichtig in dieser Zeit für den Bürgermeister, die Spur zu halten und zu schauen, dass die unterschiedlichen Gruppen nicht gegeneinander gehen. Ja. Und das zweite Element sind Strukturen zu schaffen. Einmal ein Schnittstellenmanagement, weil gerade in dem Prozess Integration zeigt sich ja, dass es eine Querschnittsaufgabe gibt. Dort müssen unterschiedliche Ämter. Ich habe Ihnen auch immer erklärt, dass Niklas Luhmann, wer ihn mal gehört hat, den Begriff der Autopoiese entwickelt hat. Und er sagt, jedes System denkt nur aus seiner Schiene raus. Ja? Ich habe vor kurzem gesagt, also wer einmal eine Sitzung, wo das Jugendamt, das Sozialamt, die Arbeitsagentur und noch ein sozialer Träger dabei war, die über Unterbringung diskutiert haben, der weiß, was Autopoiese ist, selbst wenn er das Wort überhaupt nicht kennt. Ja? Das heißt, da gibt es enorme Kräfte und es ist wichtig, dass hier im Schnittstellenmanagement etwas getan werden. Wir haben Konfliktmanagementsysteme in den Kommunen entwickelt, komme ich gleich drauf. Und es war wichtig, die kommunalen Konfliktmanager in die kommunalen Krisenstäbe zu integrieren und immer dann, man nennt es in dem Erlass ereignisbezogene Mitglieder der Krisenstäbe, die dann herangezogen werden, wenn solche Themen zur Debatte stehen. Weil bisher sind die Krisenstäbe vor allem auf Hochwasser und Feuer und so, also auf die harten Fakten konzentriert. Aber wir wissen ja, dass die Wirkungen in der Kommune, wenn sowas passiert, oft andere sind und dass man da stärker drauf schaut. Und um das nun nochmal in die Breite zu bekommen, haben wir so eine Systemdesign-Schleife entwickelt. Diese Schleifen nutzen wir in Veränderungsprozessen, wenn die Dinge komplex sind und wenn wir mit vielen Akteuren arbeiten. Da hat sich das sehr bewährt als so eine Art Orientierungslandkarte. Wenn wir alle wissen, selbst wenn wir uns nicht immer treffen, wir sind jetzt hier bei Schritt 1 oder bei Schritt 3, hat man eine bessere Kommunikation und dafür haben wir das entwickelt. Und da gehen wir am Anfang davon aus, dass wir uns die Ziele, die die Kommune hat, nicht die wir haben, sondern die die Kommune hat,
dass wir uns die anschauen, überlegen, wo das reinpassen würde, dass wir uns den gesamten, eine ganzheitliche Betrachtung nennen wir das, also die gesamten Organisationen, die da betroffen sind, die Schlüsselpersonen anschauen, dass dann Befragungen durchgeführt werden, diese Befragungen ausgewertet werden, also wo sind Spannungsfelder in der Kommune, daraus eine Expertise erstellt wird, mit Verantwortlichen und Betroffenen darüber diskutiert wird, wie das passt in dieser Kommune, dann praktisch eine also Konfliktanlaufstellen entwickelt werden, eine Ablaufstruktur für die Bearbeitung, dass es Projekte gibt, was diese Querschnittsaufgaben angeht und dass es für das Krisenmanagement praktisch eine Sicht gibt und dann die Implementierung. Und ich würde euch ganz gerne noch ein paar kleine Punkte daraus zeigen. Das ist zum Beispiel der Projektablauf jetzt des zweiten Projekts, was wie gesagt angelaufen ist. Kernpunkt der Durchführung ist eine Ausbildung. Also wir haben, muss noch sagen, der Auftragsgestaltung war wichtig. Es gibt vom Ministerium eine Ausschreibung. Die Kommunen bewerben sich und jeder Bürgermeister hat dazu einen Letter of Intent zu schreiben, wo er drin schreibt, die Gemeinde will sich daran beteiligen, wir haben folgende Ziele und so weiter. Und wir sorgen dafür, dass die Leute freigestellt werden. Aus jeder Kommune kommen zwei Personen, manchmal auch drei bei größeren, in eine gemeinsame Ausbildung und die arbeiten dann mit uns eine Expertise, die dann den Gremien in der Kommune vorgelegt wird. Und da sind wir wirklich am Anfang. Dann gibt es eine Einführung in Mediation. Es ist auch wichtig, dass die Leute, die wir ausbilden, keine Mediatoren werden, sondern welche die Mediation einsetzen können. Die wissen, um was es geht, die Prozesse organisieren, oft nicht selber gar nicht durchführen. Dann diese Frage, wie macht man eine Befragung? Wie stellen wir fest, wo Spannungsfelder gibt? Dann, wie werden die Strukturen, Abläufe und dann die Expertise, die in einem Jahr, ihr seht es hier, praktisch bei einer größeren Veranstaltung, haben wir letztes Mal auch gemacht, wo die Dezernenten und Bürgermeister aus den Städten eingeladen werden, dann vorgestellt werden. Immer nach den, das ist eine praxisorientierte Ausbildung, die praktisch immer verbunden ist mit einer Umsetzung vor Ort. Und dafür haben wir jetzt hier drei, manchmal auch mehr, drei ausgebildete Mediatoren, die auch Systemdesigner, wie wir es jetzt nennen, für gesellschaftlichen Zusammenhalt sind, die eine kleine Gruppe von Kommunen begleitet in der praktischen Umsetzung. Da haben die 8 Beratungstage für diese Geschichte, sodass diese Ausbildung immer läuft. Vermittlung, Anwendung und Vertiefung. Und wir haben damit auch ganz gute Ergebnisse bisher gemacht. Und was hier nochmal speziell ist, das jetzt mit dem Ministerium auch abgesprochen ist, dass bestimmte Themen auch eingebracht werden in die Arbeit mit allen. Wir haben etwa in 54 Städten in Nordrhein-Westfalen sogenannte kommunale Integrationszentren und mit die werden einbezogen. Und da sind wir gerade dabei, welche Spannungsfelder sind möglich, müssen auch präventiv schon vorbereitet werden mit der Fluchtbewegung aus der Ukraine. Und das ist viel besser gelaufen, als wir befürchtet hatten. Wir haben eine große russischsprachige Community in vielen Orten, also Deutschrussen, die in den 90er Jahren sehr stark kommen. Da gibt es nicht wenige, deren ganzen Antennen nur nach Moskau, die nur Moskauer Staatsfernsehen praktisch schauen, die Älteren. Und da gab es schon Befürchtungen. Das war bisher nicht da. Im Gegenteil, wir haben festgestellt, dass in vielen Städten die Menschen, die früher in Russland gewohnt haben, sich zur Verfügung gestellt haben als Dolmetscher für die Ukrainer. Es war eine sehr positive. Man muss noch abwarten, wie es im Endeffekt läuft. Ich bin immer vorsichtig, aber erstmal war das eine sehr positive. Das heißt, wir analysieren solche Spannungsfelder und sagen, schaut drauf, was tatsächlich läuft. Wo kann man präventiv was machen? Wie kann man es unterstützen? Und ähnliche
Themen. Das ist eine Vernetzung und so weiter. Das ist also praktisch das zweite Projekt, was jetzt bis 23, es läuft noch ein bisschen länger, bis Anfang 24, aber hier dieser Teil. Wichtig ist, um noch ein paar kleine Aspekte dazu zu bringen, wichtig ist für eine Kommune immer genau hinzuschauen, wo liegt die Energie praktisch, dass sie auf diesen Weg gehen will. Und da haben wir Kommunen praktisch, die sagen, wir haben riesige Schwierigkeiten gehabt, da gibt es einen Konflikt und dort, wir brauchen was, so in etwa. Es gibt auch andere Kommunen, wie jetzt zum Beispiel die Stadt Dortmund, hat einen neuen, ist eine sehr große, 2 Millionen Stadt, eine große Kommune, die haben einen neuen Bürgermeister seit einiger Zeit, der sagt, wir wollen eine Stadt der Nachbarschaft werden. Das war sein Punkt. Und da wird praktisch jetzt das Konfliktmanagement drangehängt. Wie sichern wir, dass die Nachbarschaft gut läuft mit unterschiedlichen Leuten? Das ist ein Zugang über die Vision. Manchmal geht es auch einfacher noch, dass es ein paar Qualifizierungen gibt und sagt irgendein Verantwortlicher, lasst uns das probieren. Aber die beiden Dinge, und beides hat andere Folgen. Also es hat andere Wege praktisch, wenn man anflanschen kann an jemanden, der nach vorne geht. Also jemanden, der sagt, es ist alles so schwierig, wir haben unheimliche Probleme. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn es um die Einordnung geht, gehen wir ebenfalls diesen systemisch orientierten Weg, dass wir versuchen, alle zu erfassen, die damit dran sind. Und wir haben praktisch das in den 3 Sphären hier gemacht. Einmal, wer ist alles beteiligt an der Organisation der Integration? Wer gehört zur Zivilgesellschaft? Und wie sind die Migranten organisiert in etwa? Und dabei arbeiten wir immer die Grundstruktur, also welche Dinge, hier steht es bei Verwaltung, Arbeitsagentur, Wirtschaft. Und dann ist es die Aufgabe, das wird oft in Gruppen gemacht, in den Städten, dahinter genau aufzuschreiben, welche Ämter, welche Gruppen und so weiter. Also wir haben hier Arbeiten gehabt mit ganzen Wänden voll, ja? Dass man erstmal merkt, wer alles in diesem Topf mitmischt. Ja? Ungeheuer. Wie viele damit befasst sind und wie viele nicht wissen, dass der auch noch damit befasst ist oder die. Und das ist ein wichtiges Element. Und wir schauen, wo gibt es praktisch funktionierende Kommunikationsmuster und wo sind sie dysfunktional. Und dort überlegen wir praktisch Projekte. Das ist zum Beispiel hier aus Duisburg, auch eine große Ruhrstadt, die das so gemacht haben. Absprache mit der Projektplanung. Dann haben sie die Sphären analysiert, haben Interviews mit vielen durchgeführt und so drangegangen. Und hier haben wir praktisch nochmal ein Ding, ist die Kreisstadt Unna. Ist wie gesagt für uns eine kleine Stadt, aber auch an die 100.000 Einwohner hier Unna. Und dort wurde eingerichtet in der Stadt eine zentrale Konfliktanlaufstelle. Die wurde angesiedelt beim Amt des Integrationsbeauftragten der Stadt. Es gibt einen Pool von internen Konfliktberatern und Mediatoren. Das sind Beschäftigte irgendwie, die eine Ausbildung in Mediation gemacht haben. Es gibt eine Steuerungsgruppe mit Dezernenten und Amtsleitern, die das da drauf schauen. Und es gibt praktisch lokale Anlaufstellen in den neuen Vororten. Es gibt Absprachen mit den Ortsvorstehern, Wohlfahrtsverbänden. Sie können das lesen. Und die Grundidee ist, und es funktioniert inzwischen in Unna auch sehr gut, wenn hier was passiert und der Ortsvorsteher hat das Gefühl, dass er da Unterstützung bräuchte, wendet er sich an die zentrale Konfliktanlaufstelle. Sie überlegt, schaut sich das an, schickt einen internen Konfliktberater oder auch einen externer, je nachdem wie das ist, dahin. Und damit wird sehr viel Dampf aus dem Kessel genommen. Das merken wir an einer ganzen Reihe Orte. Es gab zum Beispiel so einen Vorfall, dass es mehrere Brände gab und über die sozialen Medien wird plötzlich verbreitet, dass Migranten, die da irgendwo wohnen, dass die das sind, die da die Häuser anzünden und so weiter und so fort. Sofort eine Welle in der Stadt und das konnte eigentlich ganz gut geklärt werden und wir haben den auch gefunden, der das da gemacht hat. War leider auch ein Klischee.
war ein junger Mann von der Feuerwehr, also auch tragisch, gell? Ja, aber so ist das Leben manchmal, ja. Hier, wichtig ist, dass es für Unna, wo das eigentlich ganz gut funktioniert. Wenn man jetzt nochmal in die Zukunft schaut, und da würde ich gerne abschließen damit, können wir sagen, dass das Thema Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts bei uns im Augenblick in der Politik sehr gut angekommen ist. Wir haben schon unter Frau Merkel, gab es vor allem nach Halle und Hanau Aktivitäten, dass es einen Kabinettsausschuss gab, der sich mit diesen Fragen beschäftigt hat, dass in verschiedenen Ministerien Projekte unterstützt werden und hier einiges getan wird. In Baden-Württemberg gibt es zum Beispiel in der Staatskanzlei des Ministerpräsidenten eine Staatsrätin für gesellschaftlichen Zusammenhalt für das Bundesland Baden-Württemberg. Also es gibt im Augenblick Ansätze, man kennt das Thema. Ebenso in der Wissenschaft. Wir haben ein Institut gesellschaftlicher Zusammenhalt in der 8 Universitäten beteiligt. Und wir haben gerade vorher darüber gesprochen, Institut für Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld, Professor Andreas Zick, der da eine Rolle spielt, aber mit vielen, vielen anderen, dass dieses Thema aufgenommen wird. Und wir sehen nach in der Beratung bei diesen Fragen, dass es ebenfalls Unterstützung gibt. So ist zum Beispiel, nehmen wir die Windenergie oder die Energiewende bei uns, wenn die großen Trassen jetzt aus dem Meer nach Süden verlegt werden sollen. Das ist ein unendliches Thema, aber dort engagieren sich die Firmen sehr stark, sodass wir im Grunde Programme haben, die durchgehend fast begleitet werden und dass dort Moderatoren sind. Die Problematik ist ein bisschen dabei, dass die natürlich wieder weg sind, wenn das Windrad steht und die Kommune aber die Probleme hat, die im Anschluss. Und da plädieren wir dafür, dass die Kommune eigene Initiativen, das durchaus nutzt, diese Ressource, aber eigene Initiativen entwickelt. Und das ist immer meine These, wenn ich jetzt da irgendwie diskutiere, dass immer klar wird, dass der Hauptanteil für das Gelingen und die Hauptarbeit bei Kommunen und Kreisen liegt, also unten vor Ort und oft nicht bei denen, die es beschließen oben. Gell? Das muss man einfach sehen. Wichtig ist, und das würde ich gerne noch mal betonen zum Schluss, dass Mediation, ich habe es vorher schon mal gesagt, eine dienende Disziplin ist, dass unser Job ist, die Organisationen zu unterstützen, dass sie selber ihre Konflikte klären, dass wir dafür ihnen helfen, eigene Strukturen zu schaffen. Und da gehen wir praktisch vom Primat der internen Konfliktbearbeitung aus. Das hören nicht alle Kollegen gerne, ich sage es nochmal. Ich vertrete ganz stark die These, dass die Organisationen so weit wie möglich intern die Konflikte klären sollten. Und dass sie nur dann externe Mediatoren dazuziehen, wenn die Gruppen zu groß sind, die Dinge zu komplex sind und so weiter. Da gibt es vieles. Und dass man von daher eine gute Zusammenarbeit zwischen internen und externen Mediatoren hat. Und das habe ich gerade gesagt, dass ebenfalls hier das in die bestehenden Verfahren integriert wird. Und da ist der Gedanke, den wir haben, dass wir Netzwerke dabei sind, jetzt beginnen, Netzwerke interner und externer Mediation aufzubauen, dass für die Kommunen kommunale Konfliktmanagerinnen ausgebildet werden, ähnlich den Konfliktlotsen, die jetzt noch ein bisschen eine andere Funktion haben, oft angebunden an Stabsstellen oder die Integrationsbeauftragten, also an Stellen, die eine Querschnittsfunktion haben, und dass wir dann in den Bundesländern, weil so läuft es bei uns, wir Pools von Mediatoren aufbauen, die in der Lage sind, mit diesen komplexen Prozessen umzugehen, und dass dadurch praktisch Netzwerke von interner und externer Mediation entstehen und wir damit einen Beitrag leisten für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und wir sind im Augenblick dabei, eben hier das auch umzusetzen.
Wir haben eine Initiatorengruppe gebildet mit Professoren, mit Beratungsinstitutionen, mit Mediatoren, wo wir so die Initiative ergreifen an verschiedenen Ecken. Und wir werden im Herbst damit beginnen, an jetzt 4 Orten praktisch kommunale, also Ausbildungen anzubieten, wo wir in gemeinsam kommunale Fachkräfte als kommunale Konfliktmanager und ausgebildete Mediatoren als ihre Berater ausbilden. Und damit die Idee haben, dass wir da einen Beitrag dazu leisten können, denn in diesen schwierigen und komplexen Situationen den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sichern. Und ich denke, zumindest ist es unsere Vorstellung, ist es ein kleiner Beitrag dazu, dass eben Zeiten des Umbruchs auch Zeiten der Mediation sind. Dankeschön. Aufgemacht. Du hast, glaube ich, viele Fragen auch sozusagen vorweggenommen, aber dennoch meine ich, dass hier aus der ehemaligen Politik, aus der Verwaltung, Stadtverwaltung, Landesverwaltung, dass da noch genügend Fragen sein werden. Brauchen wir dieses Mikrofon, um lauter, aber wahrscheinlich damit Sie Ihre Fragen auch entsprechend lautstark transportieren zu können. Ich darf mir erlauben, vorweg eine Verständnisfrage zu stellen. Habe ich es richtig verstanden? Das Konzept von, ich bleibe bei Coco, mir gefällt das gut, von Coco ist jetzt nicht bezogen auf das Thema Flüchtlinge, sondern die komplette Palette der Aufgaben, die eine Kommune zu heben, zu stemmen hat, soll im Rahmen eines kommunalen Konfliktmanagementsystems abgebildet werden. Sehe ich das so richtig? Wir haben die Chance gekriegt, praktisch an diesem Thema es im Auftrag der Landesregierung zu erproben, umzusetzen. Aber es zeigt sich, dass es auch genauso sinnvoll wäre bei Windkraftprojekten, bei Energiewendeprojekten, bei Stadtentwicklungsprojekten ebenfalls darauf zu achten, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt gesichert wird. Der gesellschaftliche Zusammenhalt, meine sehr geehrten Damen und Herren, Ihre Fragen, vielleicht jetzt bereits zu Beginn, sonst wäre es ja ganz furchtbar langweilig, wenn ich ständig Fragen stellen würde. Ich gehe davon aus, dass all diejenigen, die streamend bei uns dabei sind, uns nur hören können, aber in dem Sinne keine Fragen stellen können. Das heißt, umso mehr sind Sie hier gefordert, die Diskussion anzuwerfen, anzuheizen, hätte ich fast gesagt. Aber das ist, glaube ich, in diesem Kontext jetzt nicht passend. Ja, ich schaue zu Ihnen. Ich schaue aber auch wieder zu Kurt Faller. Sie können sich noch überlegen, ob die eine oder andere Frage. Die dürfen wir uns nicht hinsetzen. Kurt, du bist so dynamisch jung, du magst nur stehen, gell? Aber vielleicht ist es an mir, mich schon wieder setzen zu wollen. Ich habe ein Stück weit beobachtet von den Darstellungen her, dass das Konzept sehr stark aus der Organisationsentwicklung kommt. Regina Lammer, unsere Konfliktanlaufstellen-Expertin und Inhaberin an der Karl-Franzens-Universität, hat genau da, also zumindest haben wir da angefangen zu tratschen ein bisschen, nur ganz kurz, ihre Position, wo du gezeigt hast, naja, wenn die 9 Oberbürgermeister, bei uns wären es halt möglicherweise die Dekaninnen und Dekane, ja? Die 7, die wir haben, 6 ja eigentlich, dass die sozusagen das Angebot nehmen könnten, in Anspruch nehmen könnten, dich zu fragen, wie kriegen wir denn vielleicht die Konfliktäre oder den konfliktäre Situation oder den Veränderungsprozess gut in den Griff oder wie können wir das gestalten. Und so hätte ich es auch in der Gemeinde, jetzt müsste man helfen,
100.000 Einwohner, wer hat denn aufpasst von Ihnen? Bitte. Ja. Und so hätte ich das Konzept dort auch verstanden. Also sehr stark betriebsorientiert. Lässt sich so eine Kommune gestalten? Also ich würde das mit betriebsorientiert, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Der Punkt ist nur der, dass die Organisationsberatung, Organisationsentwicklung insofern reinspielt, dass wir es mit Strukturen zu tun haben, die aus sich heraus schon eine gewisse Logik haben. Und man muss praktisch, wenn man jetzt Konfliktmanagement in eine bestehende Struktur einbaut, muss man die Struktur begriffen haben. Denn sonst wird es nicht funktionieren. Das ist so das eine. Und das zweite ist, wo wir immer drauf schauen, ist das Primat der internen Bearbeitung. Jedes System, jetzt in meiner Sprache, kümmert sich darum, mit Schwierigkeiten umzugehen. Das tun wir alle irgendwie, das tut auch jede Organisation. Und selbst wenn sie nur den Hammer als Werkzeug kennen, ist es eine Form, auf die sie sich verständigt hat in irgendeinem Ding. Das heißt, jedes und in sehr vielen Systemen gibt es schon Leute, die zuständig sind für Schwierigkeiten. Kolleginnen, zu denen man geht, weil man weiß, mit der kann man reden oder so etwas. Also, und das sind informelle Konfliktmanager, die wir haben. Und unser Job ist es praktisch, genau hinzuschauen und die Leute zu finden und ihnen einen offiziellen Auftrag zu verschaffen. Und das ist, also gerade wenn ich glaube, ich habe gehört, es sind auch welche da, die Konfliktlotsen machen. Sie wissen, wie wichtig es ist, dass man ein Standing hat in der Organisation, damit das auch entsprechend läuft. Ja. Danke. Ich schaue wieder, ja, und es kommt die Frage, ich glaube, ich muss jetzt zu Ihnen kommen und sozusagen das Mikrofon Ihnen geben. Sie haben gesagt, informell, wo würden Sie das Konfliktmanagement formell einordnen, beziehungsweise welche Kompetenzen, welche Befugnisse hat das? Das wäre interessant. Ist das nur Berater der Stabsstelle oder hat es irgendwo die Macht, etwas zu entscheiden oder zu empfehlen? Danke. Auch hier ist es wichtig, das ist auch immer eine Balance. Wenn wir ein Konfliktmanagement entwickeln, ist es wichtig, mit den Verantwortlichen das abzusprechen und mit den Betroffenen. Das ist nicht immer genau so leicht übereinander zu bekommen. Aber es ist wichtig, dass die Organisation offiziell eine Stelle schafft, an die man sich wenden kann. Und da gibt es unterschiedliche Formen. Also es sind natürlich klar, dass es Stabsstellen sind oft leichter geeignet. Wir haben in vielen Unternehmen beispielsweise, ist es bei der Personalentwicklung angesiedelt, dass die einen Teil der Arbeitszeit nutzen kann, um eben als Ansprechpartner Konfliktsituationen da zur Verfügung zu stehen. Und dann muss man schauen. Ich arbeite im Augenblick gerade mit einer großen Rundfunkanstalt in der Etablierung eines Konfliktmanagementsystems. Und dort haben wir solche Formen entwickelt, dass wir bestimmte Abteilungen, sondern in der Stabsstelle, das ist die Anlaufstelle, und dann gibt es Konfliktlotsen in den verschiedenen einzelnen Bereichen. Und wenn man das auf die Kommune überträgt, dann haben wir teilweise hier eine sehr günstige Situation gehabt in Nordrhein-Westfalen. Das gibt es nämlich nur im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Dort gibt es seit 2002 diese kommunalen Integrationszentren. Gibt es auch in keinem anderen Bundesland. Und die haben von vornherein den Auftrag gehabt, den Prozess der Integration im Querschnitt praktisch besser zu gestalten. Und die sind eigentlich ideal geeignet. Also bei den größeren Städten und bei den Kreisen jetzt hier sind fast überall die Leute aus den kommunalen Integrationszentren, die fest angestellt sind, sind mit einer halben Stelle praktisch für diese Arbeit freigestellt. In den Kreisangehörigen, den kleineren Städten, dort gibt es Integrationsbeauftragte. Und da, wie jetzt in Unna zum Beispiel, dort ist das ebenfalls eine Aufgabe, die dort angebunden wurde. Also das heißt, man muss immer schauen, ob man einen Anker im System findet. Wenn man einen bestehenden Anker findet, dann ist es natürlich besser, weil wir alle wissen,
dass neue Stellen, die werden nicht so leicht eingerichtet. Aber die Bereitschaft praktisch an einer bestehenden Stelle, die schon praktisch eine Querschnittsfunktion hat, die dann zu entlasten von anderen Aufgaben und so weiter, das ist möglich. Also es ist auch wichtig bei denen, dass es eine Arbeit ist, die anerkannt wird. Dass klar ist, dass so und so viel Teil ihrer Arbeitszeit auch dafür zur Verfügung steht. Und dass es auch den Oberen klar ist. Also deswegen ist es wichtig, ich bin sehr für diese Konfliktmanagementsysteme, die wirklich von oben auch akzeptiert sind, denn dann klappt es. Es gibt auch so ein paar Stadtindianer-Projekte, sage ich mal, ja, wo man in manchen Bereichen sagt, wir machen das jetzt, aber sagen denen da oben nichts. Das ist eine Einladung zum fröhlichen Scheitern oft. Leider. Das ist gut gemeint, ja. Ich kann das voll nachvollziehen. Aber wir brauchen hier auch eine Ernsthaftigkeit, dass klar ist, es geht darum, dass die Organisation im Gesamten ihre Konflikte genauer anschaut und nicht nur jetzt bestimmte Ebenen da sich besser verstehen und so weiter. Frage damit beantwortet, ja. Die Organisation, aber das sind nicht nur die Organisation, sondern es sind ja viele Organisationen, von denen du gesprochen hast, die alle unter einen Hut zu bringen, wie gelingt euch das? Das Bundesland Nordrhein-Westfalen, okay, also als eine Ebene, aber es geht ja jetzt schon weiter, nicht? Bayern, Baden-Württemberg etc. Der Punkt ist, es war unser Glück, sage ich mal, dass das Ministerium mitgemacht hat, weil damit waren wir im System drin. Und als das Ministerium ausgeschrieben hat, haben die Gemeinden sich, die Kommunen sich beworben. Und wie gesagt, dort war von Anfang an klar, dass sie so ein LOI, wie das so schön heißt, mitschicken müssen, was sie denn damit wollen. Und es war auch klar, was es bedeutet, dass die freigestellt werden. Also es ist wichtig, klare Bedingungen zu schaffen. Und da hatten wir Glück, um das auszuprobieren. Und wenn wir jetzt weitergehen, muss man immer in jedem Einzelfall schauen, die richtigen Leute auch dafür zu gewinnen. Danke. Ja, ich komme zu Ihnen. Das Geräusch, das Sie hören, ist jetzt nicht der Gehsteig, der aufgeklappt oder umgeräumt wird, sondern gepflegt wird. Habe ich Sie richtig verstanden, dass die Aufgabe dieser kommunalen Konfliktmanagementsysteme sich nicht nur auf schon ausgewachsene Konflikte bezieht, sondern durchaus auch einen präventiven Charakter haben kann und inhaltlich es darum geht, zukünftige Konflikte zu vermeiden, also schon im Vorfeld anzusetzen? Ja. Weil das ist ja ein sehr interessanter Ansatzpunkt auch im Zusammenhang mit Mediation, wo man sagt, man legt sie schon oder man geht schon eine Stufe vorher in die Konfliktlösung. Also das nehmen wir zum Beispiel jetzt mal diese Frage Fluchtbewegung aus der Ukraine, die ja ganz neu ist. Und da haben wir mit einer größeren Versammlung zusammen diskutiert, welche Spannungsfelder gibt es denn? Wo gibt es möglicherweise solche Spannungen, die auch zu Konflikten führen werden. Und interessant war zum Beispiel das Ergebnis, dass es nicht die möglichen Konflikte des Aufeinandertreffens von ukrainischen und russischen Menschen ist, sondern die Ungleichbehandlung, die diskutiert wurde. Aber die Ungleichbehandlung hängt zum allergrößten Teil eben damit zusammen, dass die Bundesrepublik schon sehr lange ein Visa-Vertrag mit der Ukraine hat, sodass jeder Ukrainerin, die nach Deutschland kommt, erstmal 3 Monate machen kann, was sie will. Der Visa kann sich 3 Monate bewegen. Das gibt es für keinen Syrer. Aber natürlich fühlen die sich da nicht sehr wohl dabei. Das ist nachvollziehbar. Und das ist auch wichtig, das auszugleichen. Wie sind jetzt die Bedingungen? Und unser Punkt war, wie kann man jetzt hier diese Spannungsfelder sehen? Und da das die Betreuer geäußert haben und die Ehrenamtlichen, ist es nicht so sehr, wie wir sagen, ein Konflikt, sondern ein Konflikt über den Konflikt. Denn es betrifft nicht die, die tatsächlich davon betroffen sind, sondern die, die mit denen arbeiten. Ja? Und die diskutieren diese Ungleichbehandlung. Und da war es wichtig, das deutlich zu machen. Und damit
Wenn wir die Spannungsfelder kennen, dann haben wir die Möglichkeit, präventiv zu arbeiten. Also zum Beispiel gerade die deutsch-russischen Community, das sind Menschen, die sehr zusammenhalten, die haben auch günstige Bedingungen bekommen in den 90er Jahren. Die haben oft ganze Baugebiete gekauft und haben sich gegenseitig geholfen, die Häuser zu bauen. Das ist also ein ganzes Baugebiet, praktisch Klein-Moskau, sagt man dann vor Ort, wo die wohnen und wo die sind. Und dann ist es wichtig, wenn das so ist, dann früh Kontakt aufzunehmen mit Leuten aus dieser Community, die bereit sind für den gesellschaftlichen Zusammenhang. Damit, wenn irgendwelche Schwierigkeiten ist, haben wir sofort unsere Anknüpfungspunkte. Oder an einem anderen Ort gab es auch eine schlimme Sache, eine Beziehungstat zwischen einem kurdischstämmigen und einem türkischstämmigen Mann, ging drum um eine Beziehung und der eine hat den anderen erstochen. Und das wurde sofort praktisch, dass hier der Krieg bei uns stattfindet und so weiter. Und dort ist es dem dem kommunalen Konfliktmanager gelungen, sofort den Imam einzubeziehen von der Moschee. Er hat die Familien zusammengeholt, hat geklärt, dass es eine schlimme Sache ist, aber eine individuelle Beziehungstat, wie wir so sagen, und dass der verurteilt werden wird und dass es nicht dazu führt, dass es jetzt zwischen Kurden und Türken irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Und wenn diese Intervention nicht wäre, erleben wir an vielen Orten, dass dann plötzlich über die sozialen Medien sich das anheizt und dann haben wir den Crash und der ist im Nachhinein immer schwerer wieder einzusammeln, als wenn wir präventiv rangehen. Aber dazu ist jetzt von der Technik her wichtig, die Spannungsfelder zu analysieren und vor Ort zu kennen. Ja. Entschuldige. Frage beantwortet. Alle, die mich kennen, werden jetzt überrascht sein, wenn ich sage, ich bin ganz streng, noch bis 20:30 haben wir Zeit, also 10 Minuten. Warum werden Sie überrascht sein, weil ich eine Plaudertasche bin? Heute nehme ich mich zurück, weil wir einen ganz, ganz wichtigen Gast haben. Liebe Frau Seiwald, Sie haben eine Frage. Ich darf Ihnen das Mikrofon reichen. Mich würde interessieren, ob die Konfliktmanagerinnen sozusagen von selbst, wie Sie das jetzt gerade im Beispiel geschildert haben, tätig werden oder man eben auch zu Ihnen kommen kann, beziehungsweise ob auch so in Nordrhein-Westfalen Werbung gemacht wurde, dass auch das Volk vom Projekt weiß und wie das so gehandhabt wird, würde mich interessieren. Ich habe ja das Beispiel der Kreisstadt Unna gehabt. Dort hat der Integrationsbeauftragte, der jetzt wie gesagt zu einem Teil seiner Arbeitszeit als kommunaler Konfliktmanager tätig ist, Beziehungen zu allen neuen Ortsvorstehern, die also zu der Gemeinde gehören. Und wenn es in einer Gemeinde Schwierigkeiten gibt, wenden sich viele an den Ortsvorsteher und er kann gleich den einbeziehen. Also wichtig ist, dass auch diese Tätigkeit bekannt wird in der Gemeinde, sodass auch klar wird, an die Stelle kann man sich wenden und dort kann man auch entsprechend rangehen. Und das, also die machen das ganz gut. Das ist sicher von unterschiedlicher Qualität. In einigen Kommunen, in den größeren, ist es ein bisschen schwieriger. Aber der Grundgedanke ist, dass jeder Person weiß, an die Stelle kann ich mich wenden. Oft ist es in den Städten jetzt auch noch verwaltungsmäßig gesehen, arbeiten die Stelle eng mit dem Beschwerdemanagement der Stadt zusammen. An das Beschwerdemanagement der Stadt kann sich jeder Bürger wenden und wenn dort klar ist, es ist ein Konflikt, reden die mit dem kommunalen Konfliktmanager oder Managerin und schauen, was könnte man hier tun. Und das ist der Grundgedanke, dass die Dinge früh erkannt werden, dass man schnell, solange die Konflikte noch im sachlichen Bereich sind, sie klärt und dann ist es ein positives Element der Streit für den Zusammenhalt und nicht eine Schwächung praktisch. Danke. Ja. Ich darf das Mikro reichen. Ja, ich habe Ihre Ausführungen sehr spannend gefunden bezüglich der Einsatzbereiche.
habe eine Frage zu einem harten Konflikt, den Sie genannt haben, und zwar zu den Stella-Jungs. Die erste Frage ist, ist es ein Problem, wenn Menschen mit einem Leiberl bekleidet, zu 30 oder auch zu 300, eine, nehme ich an, angemeldete Demonstration in einem Ort, wenn es auch in einem anderen Ort ist? Und wenn ja, welches Problem ist das, das dann Sie auch auf den Plan ruft oder die Gemeinde auf den Plan rufen kann? Und das Zweite ist, wie kann man bei Menschen, die sehr tiefe Grundüberzeugungen haben, solange das eben demokratisch ist, auch eine kommunale Aufgabe darauf machen? Wenn man seine macht, das ist die letzte Frage, die mich interessiert, wann oder wie würde aus Ihrer Sicht ein Erfolg aussehen bei einem Konflikt, bei einem Eingreifen in diesen Konflikt? Wo wäre für Sie der Punkt, wo Sie sagen, das ist ein Erfolg unserer Intervention und wir haben da was Positives geleistet? Also zur ersten Frage, ich habe das nur sehr kurz dargestellt. Das hat einen massiven Bedrohungscharakter für große Teile der Bevölkerung dort. Das sind Stadtteile mit einem 40-45-prozentigen Migrationsanteil. Dort gab es erhebliche Ängste dann, die sich da geäußert haben. Es war auch so, dass es praktisch Initiativen gab, die dagegen waren. Die haben Gegenaktionen veranstaltet und dadurch war Stehle praktisch immer in der Presse. Es gibt mehrere Fernsehsendungen darüber und so weiter und so fort. Das heißt, es hat auch zu einem Image-Schaden für die Stadt Essen geführt. Das war nur der Hintergrund, das ist also nicht, dass das der Grund war. Das Zweite ist, das ist eben das auch ein spannendes Problem, wir haben es in diesen Bereichen oft mit der Moderierung oder Moderation von Wertekonflikten zu tun. Das heißt, wir haben Gruppen, Personen mit unterschiedlichen Werten. Und Werte sind nicht verhandelbar, wie wir wissen. Wenn Sie katholisch sind, evangelisch, können wir nicht sagen, wir treffen uns inhaltlich in der Mitte, ja? Sondern wir können nur sagen, wie können wir, obwohl wir in einer wichtigen Frage völlig anderer Meinung sind, gemeinsam hier in Graz zusammenleben. Das heißt, das Ziel, das auch des Mediators hier in dieser Ding ist nicht, außer in Details, wenn es um bestimmte konkrete Verhaltensweisen geht, nicht einen irgendeinen Mittelweg zu finden zwischen Gruppen, sondern praktisch zu schauen, ob es möglich ist, dass beide Gruppen einen Dachwert akzeptieren. Und der Dachwert war hier, dass eben Essen-Stehle nicht weiter negativ durch die Presse geht, dass das Zusammenleben gesichert ist und dass es akzeptiert wird, auch dass Unterschiede gibt. Und ich glaube, dass das Gespräch, was ich mit den Stehler-Jungs da geführt habe, auch deshalb ganz normal verlaufen ist, weil ich auch nicht einen Hauch eines Ansatzes gemacht habe, die zu bekehren. Ich habe sie so akzeptiert. Ich habe sie nur ein bisschen auf die Folgen ihres Handelns hingewiesen. Ich sage immer, manche Menschen brauchen Unterstützung, die Realität zur Kenntnis zu nehmen. Ja? Das ist so auch eine Tätigkeit des Mediators hier. Denn sie sind im Verfassungsschutzbericht und es hat durchaus auch Folgen für sie vor Ort. Aber es ist ihre Sache, wie sie damit umgehen. Sie haben sich nicht wirklich, also es gab keine Vereinbarung oder so etwas. Sie haben sich nur darauf eingelassen, dass sie darauf achten, dass es nicht zu irgendwelchen Übergriffen kommt, was ja auch schon etwas ist. Auch, dass sie da unter sich darauf achten, dass nicht einige jetzt über die Stränge schlagen. Das haben sie auch versprochen. Und sie haben versprochen, diese halbjährlichen Treffen mit dem Bezirksbürgermeister durchzuführen, um sich auszutauschen. Mehr war nicht drin. Aber ich will mal sagen, von dem, was man sonst so oft hat an Orten, war ich schon ganz zufrieden und ich hoffe, wenn die jetzt länger arbeiten, dass sie auch in anderen Bereichen Lösungen finden, ja, und damit umgehen können. Ja, dann hätte ich gleich eine Anschlussfrage.
Kein Problem der Neutralität, wenn ich als Mediator, als Mediatorin auch auf Konsequenzen hinweise, aufkläre, vielleicht auch pädagogisch, wie es ein bisschen mitgeklungen ist, interveniere. Ich habe ja gesagt, dass in diesem Bereich, wenn wir in diesem gesellschaftlichen Bereich sind, für mich die Neutralität an dem Punkt endet, wo es um Recht und Gesetz und die Anerkennung der demokratischen Verhältnisse geht. Und das sage ich denen aber auch, dass das meine Grenze ist. Und dass ich, da können sie jetzt andere Themen haben, dann nehme ich es zur Kenntnis, aber dann sage ich ihnen auch, Leute, wenn ihr das wirklich umsetzen wollt, habt ihr Konsequenz ABC zu erwarten. Ist das okay für euch? Wollt ihr das? Müsst ihr entscheiden. Das ist, glaube ich, das, was wichtig ist, dass wir da kein naives Mediations... Ich will das ist die Entschuldigung. Entschuldigung, Herr Professor. Es gibt die Debatte. Und ich nenne das ein bisschen ein naives Mediationsverständnis. Also wir sind auch selber immer auch Teil des Systems und je klarer wir uns positionieren, umso mehr können wir dazwischen wirken. Und wie gesagt, an dem Punkt hier, wenn es um gesellschaftlichen Zusammenhalt geht, habe ich da eine klare Position. Vermittle die auch da. So, eine klare Position wurde bezogen. Ihre Fragen sind gefragt weiterhin, zumindest noch für 4 Minuten. Sie wissen, streng bin ich nicht in Wirklichkeit, aber heute 20.30 Uhr anstreben. Ja, dann, ich frage schon noch. Ach naiv, das tut mir gar nicht weh. Sie haben ganz zu Beginn angesprochen, die Ebenen eben aus dem Kommunalen heraus, national und global, und haben die Pfeilrichtungen unterschiedlich gesetzt. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, es muss aus der Kommune kommen, war Ihre Kernaussage, um die Veränderung, und jetzt ist die Frage, die Veränderung tatsächlich umzusetzen und sie zu initiieren und umzusetzen, um Veränderung auf der nächsthöheren Ebene zu ermöglichen? Also die Veränderung, jetzt mal, wenn man die großen Fragen nimmt, läuft ja so, dass wir vieles im EU-Rahmen entschieden wird. Dass die nationalen Regierungen praktisch etwas entscheiden und dass die Landesregierungen etwas entscheiden. Und dass dann für die Kommunen Fördertöpfe aufgemacht werden. Das ist das Spiel praktisch. Das heißt, es ist wichtig, das auch in seiner gesamten Komplexität zu sehen. Und wichtig ist aber, trotzdem gilt die Grundaussage, dass die Lösung all dieser schwierigen Themen nur gelingt, wenn sie vor Ort bei den Menschen gelingt. Und da kann so viel Geld in die Gegend geschossen werden, wenn es nicht ankommt vor Ort, wird es nicht gelingen. Aber im Gesamten ist das ein sehr komplexes Feld. Und wie gesagt, wir erleben das im Augenblick. Ich habe es ja gesagt, dass auch die Bundesregierung da sehr stark auf diese Themen setzt, auch ihre Möglichkeiten hat. In einigen Landesregierungen wird es auch haben. Ich gehe davon aus, dass wir in Nordrhein-Westfalen jetzt wahrscheinlich eine schwarz-grüne Regierung, ich weiß nicht, ob ihr die Nachrichten verfolgt, bekommen werden, wo ebenfalls dieses Thema stärker nach vorne kommt. Und damit die Kommunen eine günstigere Bedingungen haben, um es vor Ort umsetzen zu können. Hier ist es noch gelungen mit Stiftungsgeldern. Aber im Endeffekt ist es eine staatliche Aufgabe. Deshalb die These, dass das Schaffen von Strukturen, um mit Schwierigkeiten umzugehen, ein Element der Daseinsvorsorge werden soll. Nicht nur Hochwasser und Feuer, sondern auch soziale Krisen. Sie tun mehr weh teilweise noch. Ja?
Ja, das ist eigentlich schon fast ein Schlusswort. Nachdem ich immer wieder nach Fragen frage, ein letztes Mal noch hineingerichtet die Frage, und ich darf das Mikrofon weiterreichen. Was mich sehr interessieren würde, ist nochmal das Bild der Diversität. Sie haben erwähnt auch, dass diesen sogenannten Tisch, an dem alle mitessen, mit dabei sein wollen, partizipieren wollen, sie wollen auch mitentscheiden. Wie schaut es mit Diversität in COCO aus? Also gibt es auch Konfliktmanagerinnen, Migrantinnen im Projekt sozusagen, auch Menschen mit Behinderungen? Also es würde mich so interessieren, wie das aufgebaut ist sozusagen, ja. Auch. Ja. Also das ist eine Entwicklung, bei der noch sehr viel Luft nach oben ist, will ich sagen. Aber wenn ich jetzt auf Deutschland schaue, haben wir in vielen Bereichen durchaus Fortschritte. In den 90er Jahren hat es ja begonnen, dass Frauen bei der Polizei stärker sind. Es gibt, glaube ich, kaum irgendeinen Polizeiwagen, der nicht doppelt besetzt ist, paritätisch besetzt ist, der rumfährt. Das hat zu einer enormen Entspannung in vielen Fragen beigetragen. Gleichzeitig, und wir haben in einigen Bundesländern jetzt vor allem, also in NRW teilweise, aber vor allem in Hessen, massiv in Berlin die Werbung, Migranten als Polizisten zu gewinnen, um ein Beispiel zu sagen. Und das ist in verschiedenen Bereichen auch. Wir hatten hier einige Menschen, die mit internationaler Geschichte, muss man dazu sagen, das sind auch die immer sauber Begriffe, also mit internationaler Geschichte, die dabei waren, die aber glücklicherweise angestellt sind in diesen kommunalen Integrationszentren. Da sind sehr viele dabei und von daher hatten wir in diesen Kursen auch immer mehrere dabei. Mit Menschen mit Behinderung bin ich ebenfalls dafür, habe ich aber bisher habe ich bisher nur zu tun gehabt in den Projekten mit der Schwerbehindertenvertretung, die einbezogen wurde. Da ist ebenfalls noch Luft nach oben. Danke sehr, ja, lieber Herr Kurt Faller. Du hast jetzt noch ein, zwei Sätze übrig, um sozusagen den Abschluss hier zu bilden. Ich habe dann nur noch vorweg ein paar Ankündigungen zu machen, aber ich glaube, inhaltlich sollten wir zuerst deinen Vortrag abschließen. Ja, ich habe versucht, deutlich zu machen, ich habe es ja auch gesagt, dass es schon ein paar Tage her ist, wo ich begonnen habe, mich mit Mediation zu beschäftigen, dass ich wichtig finde, dass wir mit dieser Herangehensweise in die Gesellschaft gehen und dass wir da einen positiven Beitrag leisten und Kommunen unterstützen, jetzt hier in unserem Projekt oder Organisationen auch unterstützen, dass sie selbst praktisch ihre Probleme klären können. Und da diesen Gedanken nach vorne zu tragen, das ist eigentlich mein Thema. Dankeschön. Danke vielmals, Kurt Faller. Nochmals sehr betont, diese Location hier ist ganz nah dem Plenarsaal unseres Landhauses, des Landtages, und zum anderen auch die Gemeinde mit dem Rathaus, gerade um die Ecke. Also insofern möge Ihr Appell bzw. auch die Idee Ihres Projektes auch in diese Organisationen getragen werden. Danke vielmals dir, jedenfalls für deinen ganz wunderbaren und erhellenden Vortrag, meine Damen und Herren. Ich darf ein bisschen Werbung machen für die nächste Mediation aktiv Veranstaltung, die nicht mehr hier im Pop-up Store stattfinden wird, sondern wieder bei uns an der REWE-Fakultät zum Thema Freiwilligkeit im Kontext eines Strafverfahrens. Fragezeichen. Also wir werden uns dem Täter-Opfer-Ausgleich, würde es in Deutschland heißen, bei uns im Täter-Ausgleich
annähern. Und ein nicht in Graz stattfindendes, aber doch sehr interessantes, weil vielleicht für diejenigen, die vor ein paar Monaten schon bei uns Mediation aktiv zuhörend waren. Wir haben Forum der Fachgruppe Einigung alternative Streitbeilegung bei Gericht eine Veranstaltung großer Diskussions- und mit Referaten hochkarätigst besetzt in Wien. Highlights aus dem Einigungsverfahren und das Ganze passiert am 20. Juni 2022, 13. Juni 2022, damit ich es, falls ich es vergessen habe, vorher zu sagen, unsere Freiwilligkeit im Kontext eines Strafverfahrens. Veranstaltung, das wäre es für heute und hier aus dem Pop-Up-Store gewesen. Liebe Frau Magister Riener, danke Ihnen für die Vorbereitung, für die Abwicklung. Ich danke dem Team vom Pop-Up-Store für die ganz wunderbare Betreuung, für das technische Equipment. Wir sind ganz hin und weg, freuen uns riesig, dass wir diese Möglichkeit hier hatten. Ja, und Ihnen allen, die Sie zugeschaltet waren, die Sie hier sind, genießen Sie den Abend und bleiben Sie uns gewogen. Ich hoffe, wir sehen und hören uns einander wieder am 13. Juni 2022. Danke sehr.